Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kamin. Wir sind hier gerade immer noch hier am, während man nicht mitgekriegt habt, an unsere Ferienwohnung auszubauen. Und ich hoffe, dass ich das schaffe, bis die Alpha 18, ne? Und wir wenigstens eine Horde und so. Wir haben noch viel zu tun, aber ich brauche noch Holz und ja, wir sollten mal nebenbei die Reaper Frames und dann eben halt noch Spikes und so ansetzen. Es gibt viel zu tun, Leute. Es gibt noch viel zu tun. Und wie gesagt, also ich bin schon wieder so in der Art, ich denke schon, dass ich mir Villa übernehme und das wird es ja nicht schaffen werden. Weil wie gesagt, den Bau da hinten werden wir so oder so nicht fertig kriegen, aber wir haben ja unten das Grundgerüst halt fertig. Ich habe es abgespeichert, wie gesagt, und wenn eben technisch ist oder so, können wir immer noch da hinten weiterbauen. Aber das eben halt jetzt ist rein für Horde-mäßig, was wir jetzt bauen. Weil unsere Base ist so sicher, ja. Horde ist langweilig geworden. Weil ich glaube nicht, dass sich in der nächsten Zeit irgendwas geändert hätte an Sachen Horde. Wie gesagt, wir brauchen immer bloß hier noch Munition drin schmeißen, Alter, können Zombies kommen, wie sie wollen. Also wir könnten jetzt zwar noch den Schwierigkeitsgrad hochknallen, ja, aber dann würden bloß die Zombies ein bisschen mehr aushalten. Mehr passiert ja da nicht. Gut, dann können wir eigentlich über Nacht da erstmal ein bisschen weiter bauen. Also wir springen quasi von einer Baustelle zur anderen. Aber was soll's. Das wäre jetzt, wenn ich Minecraft spielen würde, was ich privat mache, genauso sein. Wir würden eben halt nur bauen. Und hier haben wir eben halt noch ein paar Zombies, die wir bekämpfen, ne? So, was haben wir hier? Sind die Spikes fertig? Gut, hier ist Material fertig. Gut, wir müssen erstmal ein bisschen Zeug loswerden. Gut, Zeug loswerden. Da, der kann auch weg. Ey, ich kann mir meine gute Schippe mitnehmen. Haha. Die ist da. Gut. Haben wir es geschafft. Steine können wir auch gleich mal einpacken. Wäre ja blöd, wenn ich jetzt ständig Steine kloppen hier und so. Ne? Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Stein. Ein bisschen Erde mitnehmen. Dann brauche ich auch nicht mehr buddeln. Ja, ja. So langsam und so, ne? Ich merke mir das nicht. Ein paar Fackeln zum Ausleuchten ist eigentlich auch nicht schlecht. Nun gut, dann kann das darin erstmal munitionstechnisch mäßig, da kann auch nicht großartig sein, aber wie gesagt, wir haben ja noch in unserer Maschine noch Munition und so, wie gesagt, das werden wir mal schnell umwandeln und schon nicht umwandeln, mitnehmen, so wird ein Schuh draus. So, warte mal, das nehmen wir mit, Ach du Kacke. Ich bin gerade an Überlegen. Diese Reaper Frames. Die muss ich mich hier produzieren, ne? Genau. Und ich habe jetzt mein ganzes Material schon eingeschmolzen, verarbeitet, ne? Ja, hier ist bloß noch Clay drinne. Bringt ja alles nichts, dann müssen wir eben halt noch mehr einschmelzen und die Tusse eben halt anlocken. Hilft alles nichts. Dann geht das eben halt nicht anders. So, hier muss auf jeden Fall Eisen drin. Ein bisschen Holz. So, der brennt dann auch eine Weile.
Nee, wir brauchen bloß normale. Wir wollen sie nicht mittig haben. Oh. Oh. 100 kosten die, ja. Hey, die ganze zwei Stück läuft. Haben wir ja schon fast all fertig, ne? So, warte mal. Dann machen wir hier noch ein bisschen an. Hier, nee, hierin. Da muss dann Eisen drin, Alter. Wir müssen... Gut, wir haben ja eh Nacht, also... Wir haben ja nichts zu tun. Also beschmeißen wir erstmal die ganzen Öfen. Besorgen uns Action selbst, weil dann wird nämlich Schreithusse kommen. Hundertprozentig. Ich brauche... Warte mal. Kohle kommt darin. Der Sand kommt da auch hin. Das lassen wir nom 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 nom. Und weg ist es. So, da kommt das Öl rein. Dann kann ich das clean machen. Und natürlich das Blei. So, dann ist das weg. Und dann kann ich... Ach, Mensch. Gib mir das ganze Eisen. Ich hatte mir einen Wecker gestellt und habe es vergessen. Na toll. Gut. Er schmulze. So, jetzt schmilzt er ein. Klee ist hier noch drin. Hier kriegen wir ja schon 1-2 raus, ne? Genau. 60 Stück. Aber ich gehe trotzdem der Annahme, dass das nicht reichen wird, ne? Gut, Spikes. Spikes. 246 Stück, ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Also wir können schon immer richtig gut rum. Oh ja. Und vielleicht sollte ich dann doch mal denken, das wäre vielleicht günstiger, hier nicht diese Holzrahmen. Ich glaube, das ist zu spät, ne? Bitte nicht schlagen. Gut, das hat er auch verarbeitet. Das ist der Rest von letztem Mal. Junge, nee, ist das Ding abgegangen. Sag mal, sieht das anders aus? Warte mal kurz, ich muss mal gucken, weil ich habe mich, eine kleine ein... Nee, das ist halt in Ordnung. Gut. Ich habe nämlich meinen Monitor auf 4K eingestellt und letztes Mal hat er nämlich, ja, ich habe mich gewundert, warum das Bild hier so Diashow-mäßig ist und so und dann habe ich mitgekriegt, naja. Er hat will er mal die Auflösung umgestellt gehabt. Naja. Passiert ab und zu. Da, da, da. Da, da, da. Ich bin der Sieger, ich bin der Held, ich hab's geschafft, von Erdbeerfeld. ich Idiot, ich hätte auch die Schrägen mitnehmen können. Ach man. Naja. Wir haben ja jetzt in der Nacht eh nichts zu tun, dann rennen wir nochmal runter und dann... Jo, das wird's. So, wartet mal. Gut. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht zusammenstürzen. Also eigentlich ist das hier noch ab. Ja, das dürfte eigentlich nicht passieren, oder? Wie gesagt, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das so stabil ist, ob wir hier irgendwas draufbauen können. Obwohl der Abstand ja nicht so, ne? Eigentlich müsste das funktionieren. Eigentlich. Und jetzt bloß keinen Schritt nach hinten machen. Ich hab das gesehen. Hui. Warte mal, ich kann doch eigentlich... Ich hatte doch ja gesagt, ich will doch einen Fahrstuhl bauen. Warte mal, das werden wir mal kurz machen. Dazu müssen wir hier ein Loch drin lassen und eben Loch da. Ich zeige gleich so. Für Leute, die das noch nicht kennen sollten, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber das kann ja sein. Also wir werden uns jetzt mal schnell einen Fahrstuhl bauen.
Das wird nicht reichen. Das heißt, wir müssen uns noch mal eben Holz klauen. So, das haben wir, das haben wir. Ich will das nie wegschmeißen. Warte mal, ich kann das doch erstmal das essen. Und das wegmachen. Wegmachen. So, wir brauchen nämlich nochmal Klee. Hat alles seinen Grund. So, und daraus machen wir uns... Na, Strohballen. Ich wollte 4 machen. Das ist nicht so, wie ich mir gedacht habe, aber hey. Alt halb so wild. So, hier ist quasi das erste Loch. Gib mir mal die Schippe. Wie macht das vernünftig? Also, teilweise vernünftig. So. Nee, warte mal, das muss nochmal weg. Pass auf, und gleich stürzt alle zusammen. Ich glaube, das wäre jetzt dann der Moment, wo ich sage, wisst ihr was? Ich brauche eine Pause. Repair, repair. So. Wo sind sie? Ach da. Gut, jetzt können wir nämlich hier, so, zack. Jetzt können wir nämlich da runterfallen und dann brechen wir uns nie die Haxen. Logischerweise. Das müsste eigentlich bekannt sein. Plim. Plim. So, das kann weg. 4 reichen. So, jetzt müssen wir hier. Wie waren das? Wir müssen auf jeden Fall noch was unterpacken. Das weiß ich noch. Ach, das reicht schon aus. Gut, warte mal, wir müssen da mal kurz was, müssen wir so machen. Hui. Also, das müsste eigentlich jeder wissen. Also, ich glaube, dass das kein, also nicht mehr neu ist. Das mit dem Feuerstuhl ist ja schon 300 Jahre alt. Achso, da ist ja noch nichts. Jo. Bitte nicht runterfallen, Karbin. Danke. So, die nächsten. So, da, da und da und... Na komm. So. Und das machen wir bis oben hin. Und dann können wir nämlich uns nach oben backen. Und das geht schneller als das Hochlaufen. Ich schwöre. Komm da nie ran. Gut, warte mal, wir machen das nochmal schnell weg. So, dann kann ich da noch ihn hinsetzen. Genau, so muss es sein.
Und der muss hier oben noch eins hin. Oder auch nicht. Warum funktioniert das nicht? Ach, ich muss das aufwerten, ne? Wenn ich das aufgewertet habe, dann müsste das eigentlich funktionieren. Gut, ich kipp das einfach darin. Gut. Okay, dann werten wir das auf. Ich kann das ja nicht aufwerten. Also jedenfalls nicht das. Aber das müsste doch eigentlich jetzt schon reichen, oder? Blödsinn, ich brauche einen Leiter. Wenn, dann bräuchte ich einen Leiter. Aber ist egal. Das reicht aus. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Ich hätte hier eine Leiter ransetzen müssen. Ich glaube, ich kriege da jetzt ja keine Leiter ran. Aber das kleine Stück kann ich dann auch hochspringen. Hui! So, und jetzt müsste rein theoretisch... Einmal bitte nach oben. Tada! So, und wenn wir wieder runter wollen? Einmal bitte nach oben. Ich mag das. Jetzt können wir das auch noch umranden, schön. Quasi theoretisch. So, das war quasi nicht ständig rinfallen. Warte mal, außer hier müssen wir. Eben mal bitte. Weil wir wollen ja nicht ständig aus Versehen runterfallen. Ne? So. So ist es schön. So können wir es lassen. Das reicht mir. So. Aber hier kann ich ja keine Leiter ransetzen, ne? Weil sonst könnte man das nämlich komplett zumachen. Nee, geht nicht, sag ich. Habe ich mir gedacht, so. Gut. Also unser Fahrstuhl steht. Wir können quasi... Ach, ich habe keine Lust, jetzt so unten die Pfosten weiterzubauen. Wir produzieren. Hui! Ach, wir wollten ja auch noch schnell... Warte mal, wir machen noch mal schnell die Schrägen, ne? Das Phänomen der Schräge. Eigentlich könnten wir das hier auch noch hinbauen. Nee. Dann könnten sie eh einen Teil kaputt bauen, kloppen und dann hätten wir 12 richtige. So, da sind die nächsten Teile fertig. Hä? Normalerweise müsste er doch markiert haben. Da. So, 16. Moment mal, habe ich nicht hier schon welche angesetzt gehabt? Ach nee, hier war das. Gut, da haben wir schon mal ein paar. Wird nie reichen, aber ist erstmal ein Anfang, ne? So, da ist hier noch Clay drinne. Da ist auch hier noch Clay drinne. Ja. Ich würde mal sagen, das reicht so. So, da müsste eigentlich Farbe drinne sein. Warum ist da keine Farbe drinne? Also ich war mir fast sicher, dass ich da wieder eine neue Farbe eingesetzt hatte, aber okay. Denn eben halt nicht, ne? Dann ist es eben halt so. Gut, was machen wir denn jetzt in der Zwischenzeit? Weil ist ja noch ein bisschen Zeit, bis da und ja, Farbe haben wir nicht. Also ich würde jetzt sagen, dass wir keine Farbe mehr haben. Das hätten wir nämlich da oben die leichten Fehler korrigieren können, wisst ihr? Nö, hier ist keine Farbe drin. Hier auch nicht. Hey, hier sind noch ein paar. Jetzt haben wir schon 41.
ist da schon fast die Miete. Weiter. Ja, ein bisschen mehr Schatten würde vielleicht noch besser aussehen. Ey, wir könnten eigentlich schon ein bisschen wegen Munition und so, ne? Das könnten wir eigentlich machen. Wir haben jetzt großartig nichts zu tun. Und wie gesagt, Munition werden wir so oder so brauchen. Also wir brauchen erstmal ein bisschen Blei. Kommt mal mit. Blei ist nicht das Problem. Sollte einfach nicht das Problem sein. Ach, jeder, der weiter. Ich war mir sicher, dass hier noch mehr Blei war. Das sieht jetzt... ich weiß nicht. Entweder liegt das, dass er irgendwie mit die Grafik nicht anfangen kann, oder ich weiß es nicht. Hier geht es ja weiter. Jo. Weil wie gesagt, ich hab, war mir nicht so sicher. Ich habe nämlich die Mod nochmal neu installiert. Also die Grafikmod. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob mein aktuell ist. Obwohl eigentlich Blödsinn. Die werden ja nicht kurz vor der Alpha 18 nochmal ein Update machen. Aber ich hab's probiert. Vielleicht liegt es daran. Nee, dann müsste ich ja den Spielstand nochmal neu reingeschmissen haben oder so. Ich habe gerade so überlegt, vielleicht habe ich ja letztes Mal Farbe produziert, aber falscher Spielstand. Aber ich habe den nicht geändert. Egal. So, warte mal, das brauche ich. Warte mal, ich mich... Nee, das ist falsch, Kabin. Ich brauche doch, genau. Na. Ist ja nur so zum Abstützen. Der wird ja jetzt nicht bewertet. So, dann machen wir mal weiter, ne? Und hoffen, dass uns das alle hier nicht auf den Kopf fällt. Wie viele haben wir denn da? 600, gut. Ich glaube, Munition war 1 zu 1, ne? Ich glaube, das war 1 zu 1. Also, ich glaube, 1000 Blei, 1000 Geschossspitzen. Achso, das sieht ja erst, am Tisch, ne? Es geht weiter runter. Ach, hier ist einig noch. Ich glaube, Blei brauchen wir uns gegen den Kopf machen. Das sah am Anfang nicht so aus. Ja, hier weiter und weiter. Okay, ich würde mal sagen, da werden wir noch 1-2 Horn mit auskommen. Bei meinen Zielkünste. So. Ich sag mal so, zwei... Ja, knappe 2000 reicht, ne? Weil, wie gesagt, ein bisschen Munition haben wir ja noch. Das ist halt nicht das, kein Stress und so, ne? Und generell, Material haben wir so oder so kein Problem, würde ich mal sagen. Ach, hier geht es ja auch weiter. Na? Also manchmal ist es wirklich schwer, das wegzuschippen, was ich eigentlich wegschippen möchte. So, da noch und dann haben wir alle fertig. Also jedenfalls bleimäßig. So. Ach, das reicht. Jetzt müssen wir bloß noch hier rausfinden. Nicht leichter als das.
Hier? Ja. Kabin hat sich selbst verirrt bei sich zu Hause. So, jetzt haut der Blei. So, dann können wir nämlich hier Blei einschmelzen. Zum Glück haben wir jetzt wie drei Ofen hier. Das ist ja... So, du schmilzt jetzt das ein. Da hast du Holz. Nun mach. Gut. Hülsen haben wir natürlich nicht. Das ist nicht das Problem. Brauchen wir jetzt eh nicht. Also jedenfalls nicht diese Standardhülsen. Wir können uns nämlich auch mit die zufrieden nehmen. Also ich habe eh 2 Stück noch zurückbehalten, ne? Und hier haben wir ja auch noch ein bisschen. So ist es nicht. So, jetzt brauchen wir noch was zum Trinken. Jo, der Mann mit den Kohlen ist da. Also, noch nicht wirklich Arbeit. So, wir brauchen nämlich jetzt Kohle. Kohle ist hier. Also sollte hier sein. Ein wenig. Oh, Alter. Stolpert ja nur einer drüber. So, Kohle. Nee, das ist falsch. Hier hatte ich schon fast raus, aber... Hier. Also Kohle haben wir ein kleines Problem. Also ich weiß nicht, wie groß die Ader ist und aber ich sag mal so, Kohle hatten wir bis jetzt immer das Problem gehabt, dass die Ader nicht so groß sind. Okay, hier ist dann mal wieder nichts. Aber hier geht er weiter. Da geht es vielleicht bei... Ach, hier geht er weiter. Okay. Alle gut, alle gut, alle gut. Bist du oder siehst du nur so... Nee, du bist. Oder auch nicht. Ach, da ist Kohle. Wie gesagt, es ist schwer, das anzuvisieren, wenn du nie weißt, dass die Texturen zu 100% hinhauen. Naja. Da machen wir auch 200, ne? 2000. Aber wisst ihr was? Ich mache erstmal ein kleines Päuschen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Da habe ich doch wenigstens bis hier. Und die Nacht ist auch vorbei, ne? Ist nicht spannend. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Kabin. Bye, bye.